Ja, Ununi TV heute in der Mittagspause. Wie wäre es, wenn ihr uns mal zuhört, wo wir eigentlich über die Perspektiven dieses interaktiven Bildungsfernsehens reden wollen? Herzlich willkommen an alle, die uns zuschauen, zuhören und ihre Mittagspause auf unterhaltsame Art und Weise verbringen wollen, mit Anja C. Wagner, der Initiatorin dieses wunderbaren Projektes, um in Zukunft Bildung online genießen zu können, mobil genießen zu können und wann immer, wann es möchte, ob Tag oder Nacht. Ununi TV ist interaktives Bildungsfernsehen, könnte man kurz und prägnant sagen. Wenn man diesen Namen übersetzen würde, ununi.tv, würde man sagen, es ist eine Uni, die nicht real existiert, also eine Ununi. Und gleichzeitig greift man das alte Modell des Bildungsfernsehens wieder auf. Und zwar im Google Hangout. Für alle, die heute sich für technische Entwicklungen und für moderne Experimente rund um die Social Media begeistern, klingt das natürlich wunderbar. Und es gibt auch ganz viele Fans dafür. Aber Anja, was ist mit den anderen, die normalerweise an ARD und ZDF, vielleicht auch Arte und Dreisat oder RTL und Vox gewöhnt sind? Was machen die damit? Ja, danke Claudia, erstmal für diese Anmoderation. Ich werde auch gleich mal hier dieses Fernsehformat ein bisschen aufbrechen, damit man gleich mal sieht, dass wir uns anders hier bewegen als im klassischen Fernsehen. Und ja, also ich meine, wenn man diese neuen Studien sich anschaut von ARD und ZDF, dann sinkt ja die Anzahl der Zuschauer, die dort überhaupt nur noch das als alleiniges Medium nutzen. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass die Anzahl der Social-Media-Nutzer steigt und damit auch unsere Zielgruppe. Und gleichzeitig sind wir ja als UnUni TV oder TV, haben wir uns ja auf den Weg gemacht, um Menschen, die vielleicht jetzt noch ein bisschen Hemmschwellen haben, Hürden zu überwinden haben, die auch reinzuführen in dieses Netz. Also es wird bei uns auch die Möglichkeit geben, sich sehr niedrigschwellig in dieses Universum des Internets auch zu begeben. Also in dieses Netz, das ist schon einer der wunderbaren Begriffe, die auch immer auftauchen, wenn die sogenannten Twitter-Tussis bei ZDF und ARD oder auch in den Privatsendern wieder in Aktion treten. Es gibt ja relativ viele Vorurteile und auch Klischeevorstellungen bei den klassischen Fernsehnutzern gegenüber all dem, was digital an neuen Fernsehformaten ausprobiert wird. Und ich würde sagen, Ununi TV ist eines davon. Wobei, so neu ist es nicht. Also Barack Obama nutzt es regelmäßig und versucht demokratisch direkt mit seinen Wählern und mit seinem Volk sozusagen zu kommunizieren, obwohl man natürlich davon ausgehen muss, dass diejenigen, die im Hangout zugeschaltet werden ins Weiße Haus, auch sicherlich vorausgewählt sind. Aber auch die Bayern-Fußballer, also Basti Schweinsteiger, Thomas Müller und all die anderen talken für einen großen Sportschuhhersteller regelmäßig im Hangout mit bescheidener Bildqualität, aber großem Witz. Und auch Frau Merkel hat sich gerade versucht, da wurde dann dahinter ja darüber geredet, typisch deutsch, erstmal, wie ist das denn mit der Sendelizenz, die die Bundesregierung dafür bräuchte? Naja, kurze Rede, langer Sinn. Für die einen ist es witzig, für die anderen ist es informativ, für die Dritten ist es ein demokratisches Grundverständnis, worüber wir hier reden, weil wir sozusagen Fernsehen für alle anbieten. Bei Ununi TV soll ja der Google Hangout zum Seminarraum werden. Und wir se selber haben inzwischen keine Probleme mehr, damit umzugehen. Du hast lange geübt, die Leute, die mit dir jetzt zusammenarbeiten, haben auch lange geübt. Ist das denn technisch für jeden möglich und mit allen vor allen Dingen? Ja, also theoretisch hat jeder eigentlich die Möglichkeit, dabei beizutreten und mitzumachen. Ich denke, die Infrastruktur im Haus ist gar nicht das Problem. Und wir haben eher ein Problem mit der Netzinfrastruktur in Deutschland. Da sind wir ja teilweise regional noch sehr stark, wir sind ja so quasi Entwicklungsland. Und dann haben wir noch die Drossel kommen, um mal gleich Und ins dann Wort haben zu wir noch die, fallen. genau, das haben wir auch noch. Und genau, also warte mal, zu diesem Bildungsfernsehen nochmal irgendwie und ob da jeder mitmachen kann. Also das klassische Bildungsfernsehen war ja so gedacht, dass im Fernsehen halt die Menschen da schön Wissen aufbereiten und Wissen vermitteln. Das ist ja so dieser alte Bildungsbegriff, ne? Dass es die Menschen gibt, die Wissen haben und die anderen, die es Wissen bedürfen. Und dann braucht es halt dieses Medium, um das zu transferieren. Und da denken auch, so denken auch immer noch einige und viele, dass das Bildung sei, diese Wissensvermittlung, aber moderne Konzepte gehen eigentlich davon aus, dass das nicht mehr das Entscheidende ist. Das Wissen steht ja irgendwie alles im Netz und man muss es halt nur für sich nochmal strukturieren lernen. Und ich glaube, das ist der Vorteil von Ununi TV und das ist auch, ja, da kommen wir später zur Qualität nochmal, das ist auch der Punkt, wo Menschen einsteigen können,
dass sie Wissen miteinander generieren. Also jeder von uns hat ja irgendeinen Erfahrungsschatz mit sich. Also wir sind ja auch so eher so eine Uni für Erwachsene, für die berufstätigen Menschen, für die es eigentlich gar keine adäquaten Bildungsangebote mehr gibt. Und was wir aufbauen wollen, sind halt Erfahrungsräume, wo Menschen sich austauschen mit ihren jeweiligen Erfahrungen. Und so wie wir uns jetzt ja austauschen, also du siehst ja in Uni was ganz anderes aus deiner journalistischen Perspektive als ich mit meinem Multimedia, was weiß ich, Bildungsplan-Club. Und jetzt versuchen wir uns darüber zu unterhalten, wie könnte das denn aussehen, das Modell der Zukunft. Und das ist ja das Spannende, dass wir also von ganz unterschiedlichen Perspektiven kommen und was Neues aufbauen, was ganz Neues. Und wir wissen selber noch nicht alle, wo wir landen werden und wie es aussehen wird, aber wir machen uns auf den Weg und wir experimentieren. Und das ist halt das, glaube ich, was den Reiz ausmacht und warum auch immer mehr Menschen auch zu uns kommen und da auch sehr, sehr aktiv auch sich mit einbringen. Und ich glaube, das ist halt dieser Unterschied des interaktiven Bildungsfernsehens, was wir heute halt hier betreiben, dass wir Wissen generieren auf eine Art. Also wir mischen unsere Erfahrungen ab und gleichzeitig reden wir gleichzeitig schon darüber, weil dieses Wissen so temporär ist, dass es ja schon nächste Woche wieder ganz anders ausschauen könnte. Nun stell dir mal vor, du müsstest das in einer normalen Talkshow im klassischen Fernsehen erklären mit lauter Bildungspolitikern um dich rum. Was würdest du da bloß tun? Tja. Ich würde sie, glaube ich, einladen, einfach zu Ununi mal zu kommen. Ich werde ihnen mal für eine Woche einen Testaccount zulegen und dann können sie mal einfach mitschauen und staunen, was da so im Hintergrund passiert. Und ich glaube, dann werden sie es so vielleicht ansatzweise verstehen, wenn sie mitmachen. Ich glaube, so von außen betrachtet ist es schwierig, das alles zu verstehen. Auch das, was wir ja jetzt hier betreiben, das ist ja quasi am Frontend, kommt das ja raus. Also es kommt ja auf unserer Plattform raus, auf Ununi TV. Und das ist ja nur quasi das Ergebnis dessen, was wir, und wir haben uns ja lange im Vorfeld schon unterhalten, was wir so irgendwie uns, wo wir überhaupt gemerkt haben, dass da ein Bedarf ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das im Backend, das ist das Entscheidende. Das ist da, wo Bildung geschieht für uns und nicht das, was im Frontend passiert. Das Frontend ist einfach, ich nenne das immer so ein bisschen abwertend Abfallprodukt, aber es ist sehr positiv gemeint, es ist ein positives Abfallprodukt. Also das ist unser temporärer Stand der Diskussion, das kommt dann da raus und das wird sich halt auch für Woche wird sich das ersetzen, wird das ersetzt durch die neuen Folgen quasi. Hast du eigentlich schon mal Kontakt zu klassischen Fernsehleuten aufgenommen, also zu Leuten, die regelmäßig Talkshows führen oder die auch andere Informationsformate im klassischen Fernsehen haben, die ja vielleicht durchaus an Ununi interessiert sein könnten? Ja, ich habe ja irgendwie über Twitter habe ich ja versucht, hier die großen Damen der Moderationsriege hier für in ein Ununi-Hangout dafür zu gewinnen. Kam leider auch kein Feedback. Mir fehlt bislang auch die Zeit, da nochmal nachzuhaken, aber ich werde es tun. Es steht ganz oben die ganze Zeit auf meiner To-Do-Liste. Ich würde mich gerne mit dem Hangout unterhalten, wie Sie sowas angehen würden. Wenn man so 15-Minuten-Format und da kriegen wir ganz gutes Feedback, dass das ganz gut ist und nicht diese stundenlangen elaborierenden Auswüchse, die da irgendwie sonst so herrschen, eben sowohl im Netz als auch im Web, sondern dass wir in 15 Minuten versuchen, mal einen Punkt herauszugreifen. Und da würde ich ganz gerne, natürlich würde ich gerne mit Anne Will, mit Sandra Maischberger, Maybrit Illner und was weiß ich, Slomka, würde ich gerne schon mal, klar. Ja, aber uns mal Know-how drüber liefern. Na, vergiss die großen Talkmaster nicht, Quotenkönig Günther Jauch möchte vielleicht auch noch was dazu sagen, nein, das möchte er nicht. Aber man muss ihn dazu bringen, weil letztendlich, wir befinden uns in einer Umbruchphase, wo vieles geschieht und wo man von der Vergangenheit lernen kann, um Zukünftiges zu entwickeln. Und ich denke, da ist sicherlich das gegenseitige Befruchten intellektuellen Sinne befruchten, schon reizvoll. Andererseits ist es natürlich immer noch eine Qualitätsfrage. Wir stehen hier im Hangout, unsere Bildqualität ist ansprechend. Ich würde sagen, mehr ist es nicht, obwohl wir gute technische Infrastruktur haben, die für den kleinen Freiberufler durchaus technisch auch und finanziell möglich ist. Nun ist das klassische Fernsehen nicht Hangout.
Und wir reden auch gerade bei den großen Konsumermessen, also bei den neuen Angeboten, immer über High Definition, über 3D-Fernsehen, über Smart TV und so weiter und so fort. Die Japaner sind inzwischen so weit, dass sie Standardprogramme in 4K, in 4K anbieten wollen, was letztes Jahr das große Buzzword, das Schlagwort auf der IFA in Berlin war. Und wir kommen jetzt mit Hangout-Qualität. Und wollen, zum Beispiel wollt ihr damit kostenpflichtige Angebote schaffen, natürlich auch freie Angebote, aber kostenpflichtige Angebote. Wie siehst du da wirklich die reale Chance? Oder ist das mehr wirklich mal ein Testprojekt, wo du sagst, wir gehen bis an die Grenzen dessen, was heute möglich ist? Das sowieso immer. Dass wir über die Grenzen auch immer drüber gehen, logisch. Also das ist das Prinzip. Ansonsten kann ja auch keine Innovation entstehen, wenn man nicht irgendwie mal was ausprobieren würde. Und natürlich stößt man an die Grenzen und manchmal tritt man auch drüber. Hast gesehen, ich habe das Licht angemacht, damit eine bessere Bildqualität existiert hier. Ja, die Ausleuchtung im Gesicht ist schon schöner als vorher und das ohne Beleuchter und Kamera, professionelles Kamerateam. Jetzt müsste man wieder mit Maske anfangen. Ich habe also auch keine benutzt. Zum Thema High Definition, ja. Also das ist ja wieder so diese Sichtweise des Fernsehens, deine Sicht, des Journalismus, also das, was am Frontend rauskommt. Das ist, wie gesagt, nur Abfallprodukt dessen, was als Bildungsangebot oder Bildungsraum im Hintergrund geschieht. Und Ununi ist eigentlich das Backend, das ist das Wichtige, der Mitgliederbereich, die Community, das wird der wichtige Bereich sein, wo wir miteinander arbeiten, wo wir uns wechselseitig qualifizieren, uns austauschen und neue Formate entwickeln und damit dann mit diesen neuen Formaten auch immer wieder nach draußen gehen. Natürlich ist die Bildqualität noch bescheiden, das wird sich aber, wie ich denke, bei Google schnellstmöglich auch verbessern oder bei überhaupt in der von allen Internetkrisen wird sich die Qualität sehr, im nächsten Jahr wird das schon wieder ganz anders aussehen, zumal ich denke, dass es auch nochmal irgendwann, sie müssen ja auch noch ein bisschen Platz haben nach oben, um diese Premium-Version dann irgendwie anbieten zu können. Und ich denke, das wird zum Beispiel eins der Features sein, wenn es dann endlich mal Hangouts für Premium-Anbieter gibt. Und gut, da muss man halt wieder crowdfunden, um dann das Geld zu finden, dass man das sich leisten kann. Vielleicht akzeptieren sie uns ja auch als gemeinnützige Bildungseinrichtung irgendwann. Und, naja, ich gucke nebenbei mal auf die Uhr und wir machen das jetzt mal wie im klassischen Fernsehen, halten die Sendezeit von 15 Minuten ein. Dementsprechend komme ich zu meiner letzten Frage. Allgemein gehen wir heute alle mit Bewegtbildern relativ selbstverständlich um, ob beim U-Bahn-Fernsehen oder bei den klassischen YouTube-Angeboten. Überall flimmert es und zappelt es und bewegte Bilder umgeben uns, wo auch immer wir stehen und gehen. Geht dann UnuniTV nicht auch irgendwie in diesem Bewegtbild-Hype, den wir momentan ausgesetzt sind, auch irgendwann unter? Bestimmt könnten wir oder werden wir auch bestimmt untergehen für den einen oder anderen und für andere werden wir vielleicht auch eine Anlaufstelle sein, wo man sich austauschen kann und lernen kann miteinander, wie man überhaupt ein Bewegtbild aufsetzt, wie man die eigene Scheu auch ein bisschen ablegt, weil ich glaube, dass jeder erstmal eine Scheu hat vor seinem eigenen Bild im Video, auch vor der eigenen Stimme. Und das sind so Lernprozesse, die jeder durchlaufen muss. Und wo wir uns, glaube ich, im Backend, das sieht man ja jetzt schon, irgendwie so ein bisschen die Scheu nehmen, auch dass man sich da einfach mal reinwagt. Weil mit der Praxis, je häufiger man das intern praktiziert, dann ist der Schritt nach außen, dann wird die Hürde immer geringer. Und ja. Ja, ich denke, also UnuniTV ist also nicht nur eine Möglichkeit, um Neues zu lernen, um Bildungsangebote wahrzunehmen, sondern auch um Medienkompetenz zu bekommen. Digital Literacy heißt das Schlagwort, digitale Bildung. Und da sage ich, Visual Literacy, noch viel wichtiger, glaube ich, heutzutage. Da sage ich nur toi, toi, toi für den Crowdfunding-Prozess von UnuniTV und hoffentlich bis bald. Herzlichen Dank an Anja Wagner, herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben und euch und Ihnen da draußen weiterhin einen schönen Tag. Ich danke dir.